Hallo, willkommen zu Landleben sucht Stadtbewohner, der neuen Reality-Show von ProSat. Ja, ich bin der Herr von Hochstein und habe, 5 Millionen im Lotto gewonnen und dachte mir, das können wir ja investieren und habe mir einen Bauernhof gekauft. Und zwar in Arnsfelde. Da sind wir jetzt gelandet. Da könnt ihr hier schauen. Ja. Ich nehme mit meiner eigenen Kamera auf und ihr könnt das ja im Fernsehen dann verfolgen, was so passiert. So, erstmal mein Fahrgefährt. So, da wollen wir mal drauf gehen. So. Und dann wollen wir mal zu dem Hof fahren, den wir uns gekauft haben. Und schauen, was der Hof zu bieten hat. Wenn wir den auch finden. Wir waren ja noch nicht da. Ich glaube, wir mussten noch. Laut der Beschreibung an der Tankstelle mussten wir erstmal geradeaus und dann nach rechts. Und dann kämen wir eigentlich automatisch in die Richtung. Ne, noch einmal links müssen wir dann. Ups. Wir sollten vorsichtiger fahren. Sonst bekommt uns das nicht. So. Ja. In Arnsfelde sparen sie Geld. So, hier sollten wir, glaube ich, links. Man schaltet hier scheinbar keine Ampeln ein. So, ich hoffe, wir sind immer noch richtig zum Hof. Ja, man hat 5 Millionen im Lotto, nicht 5 richtige, 5 Millionen im Lotto gewonnen. Und was macht man damit? Ja, man macht eine dumme Idee und kauft sich einen Hof. So, das müsste unser Hof sein, zur Linken. Dann schauen wir mal. Ich habe keinerlei Ahnung von dem Bauernleben oder was man hier so macht. Ja, das ist unser Hof. Sehr schön, sehr groß, viel zu groß für einen alleine. Ich glaube, ich brauche Angestellte. Was haben wir denn hier noch zu bieten? Keine Ahnung, wofür das hier alles gut ist. Gut, dass wir noch genügend Geld haben. Und mal erst nicht aufs Geld verdienen angewiesen sind. Ja. Sehr schön. Ich glaube, ich brauche jemanden, der mir dann auch noch sagt, was ich hier zu tun habe. Was weiß ich? Stroh? Silage? Aha, schön. Vielleicht hätte ich mir noch ein paar Angestellte suchen sollen, die das dann für mich abarbeiten. So, ja. Wo ist denn eigentlich unser Wohnhaus? Haben wir hier keins? Müssen wir in der Stadt wohnen? Muss ich etwa noch ein Wohnhaus kaufen? Oh, was ist das? Ah, da haben wir was zum Saubermachen. Schön. Ja, aber ein Wohnhaus gibt es hier, glaube ich, nicht. Da muss ich mal den Kaufvertrag mir anschauen, ob wir hier in der Nachbarschaft das Wohnhaus haben. So, dann schauen wir uns noch mal ein bisschen hier die Gegend an. Ja, was zum Essen. Das ist schon mal gut. Also brauche ich schon mal nicht selbst kochen. Das hat schon mal einen Vorteil, dass das in der Nähe ist. Ein kleiner Bach. Wo ist... Der Bach führt wieder zu unserem Hof, glaube ich. Jo. Ja, schmutziger Feldweg, würde ich mal sagen. Boah, und ich glaube, wir haben auch ein Feld. Ach, da ist auch ein kleiner Fluss. Was haben wir denn sonst noch hier zu bieten? Ja, ich hätte mir vielleicht so eine kleine Yacht oder so kaufen sollen. Ja, hier ist auch eine Tankstelle. Tankstellen gibt es hier aber viele. So, was bekommen wir hier? Kleinen Tunnel. Boah, das sieht mir schon schmierig aus. Das geht ja gar nicht. So kann man sich doch eigentlich gar nicht im Dorf sehen lassen. Da wird man ja gleich zur Nachnummer. Hm.
Zum Einkaufen haben wir hier was. Briefkasten. Alles, was nötig ist. Mich würde nur interessieren, wir müssen hierher, ob wir hier auch wirklich irgendwo ein Haus haben oder ob ich mir hier noch ein Haus kaufen muss. Will ja nicht gleich das ganze Geld am Kopf hauen, aber da sind auf der kleinen Navi-Karte sind unsere Felder. Wir sollten hier am Bürgersteig fahren. Hier haben wir noch ein Wirtshaus. Sehr schön. Das Mädel dachte jetzt auch, was ist das für ein Schmierfink? Warum haben die hier so große Ampelanlagen, wenn da keine von funktioniert? Oh, da war eine Bäckerei. Jo, schön. Und da ist unser Feld. Da ist auch schon was drauf. Was ist das? Keine Ahnung. Das muss man mir ja erstmal sagen, was das ist. Dann kann ich auch sagen, was es sein könnte. Aber irgendwo werden wir das schon rauskriegen. Was das da ist, wissen wir auch noch nicht. Gut, dann fahren wir mal zum Hof zurück. Wenn wir den jetzt wiederfinden. Ich sollte erstmal wieder eine Dusche aufsuchen. Hast aber einen komischen Gang drauf. So. Wo war unser Hof? Hier waren wir auch noch nicht. Das ist aber eingesperrt. So. Ich glaube, ich fahre mal hierher. Ja, ihr habt ja auch nicht geglaubt, dass wir am ersten Tag hier schon irgendwie arbeiten oder sowas. Das hat doch jetzt nicht wirklich irgendeiner geglaubt. Am ersten Tag werde ich mich jetzt erstmal hier umschauen und rausbekommen, wo denn hier was ist. Jetzt werden wir uns erstmal noch auf dem Hof umschauen. Vielleicht fahren wir mal eben. Wir hatten da eben was zum Waschen gefunden. Wo war denn das? Fahren wir mal erst auf unseren Hof. Hier kann ich mal merken, wo der Hof ist. So. Wenn ich jetzt auch. Wenn ich jetzt dieses. Ah, da ist es doch. So. Schauen wir mal, wie das Gerätchen hier funktioniert. Aha. Aha. Oh. Boah, was. Der kurze Ausflug hat uns aber ganz gut eingedreckt. Also ich, meine erste Feststellung, das Landleben ist nicht gerade das sauberste Leben. So. Das jetzt wieder da rein. So, und jetzt gehen wir mal rum. Was haben wir denn hier zu bieten? Wir haben hier zwei Anhänger. Sehr schön. Was haben wir denn sonst noch zu bieten? Was ist das da? Na, los, hopp. Dünger. Kalk. Saat. Saatgelb. Aha. Da bekommen wir also Dünger her. Und was ist das hier? Oh, Türe. Türe öffnen. Sesam, öffne dich. Ja. Ich glaube, Aladdin hatte nach dem Sesam, öffne dich mehr Erfolg und bekam etwas mehr. Dafür auch seine 40 Räuber. So, was haben wir hier? Ein Trecker. Aha. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Ei don't Knopfloch. Ich brauche doch einen Angestellten, der mir sagt, was ich hier habe und der die Arbeit macht. So, Blumenkästen sind immer schön. Wenigstens optisch schon was. Hier haben wir noch einen Raum oder eine Halle. Nochmal Sesam, öffne dich und es ist nichts drinnen. Nö. Hier ist wohl unser Reifenlager. Motoröl, ja. Ist aber ziemlich eng, um hier mit
einen Trecker reinzufahren. Ich weiß nicht, ob das auf dem Bauernhof immer so eng sein sollte. Lass mal die Tür auf. Hier gibt's noch nichts zu stehlen. Was haben wir hier? Was ist das? Ach, irgendwelche Gerätschaften. Da haben wir noch eine Halle. Oh, da ist die Türe schon offen. Hier muss schon einer gewesen sein. Vielleicht habe ich ja doch einen Angestellten hier rumlaufen. Ah, Trecker. Da haben wir noch welche an Gerätschaften. Was ist das hier? Auch ein Trecker? Oder was soll das sein? Hier sind auch Gerätschaften. Oh, sowas kenne ich. Mähdrescher. Das habe ich schon mal gesehen. So, dann machen wir mal hier die Türe auf. Ja, hier ist ja noch mehr. Oh, ich hab's hier ein Auto. Ich hab mit dem Hof auch ein Auto gekauft. Das ist nett. Und noch mehr Gerätschaften. Nein, und das hier wird keine Folge Bauer sucht Frau. Bauer sucht Mitarbeiter. Könnte man das höchstens sagen. Aha, was ist das hier? Auch eine Halle. Wofür die sinnvoll ist, weiß ich nicht. Was ist das? Ist das auch Dünger? Steht da was dran? Natürlich nicht. Reingehen können wir auch nicht. Uncool. Gibt's für den Bauernhof eine Bedienungsanleitung? Was ist das hier? Sieht sehr technisch aus. Mal keine Knöpfchen drücken, bis das dann irgendwas nicht funktioniert. Und das Show Arena oder wie? Da ist eine Türe. Der Bauernhof der Türen hätte man den Hof nennen sollen. Oh, was ist das denn da hinten? Da müssen wir da auch mal hin. Ja, wir können hier auch mal ein bisschen schneller. Aha. Was dat? Das wird ja nicht zum Autowaschen sein, nehme ich mal an. So. Sehr eigenartig. Da ist noch eine Türe. Ist wirklich der Bauernhof der Türen. Und das ist. Tja. Und was wird's schon sein? Tja, lauter sehr merkwürdige Gerätschaften. Betriebsfremden ist der Zutritt verboten. Ja, wir sind ja nicht betriebsfremd. Wir sind der Eigentümer. Das hier sieht aus wie ein. Man könnte ein Gehege draus machen. Noch so ein komisches Ding. Ja. Ach, wir lassen das Gehege auf. Ist ja sowieso nichts drinnen. Das hier sieht aber nicht so schick aus. Mit diesen Absperrungen. Ja. Aber ansonsten sehr nett. Oh, wir haben einen Hahn. Also das Abendessen ist auf jeden Fall schon mal gerettet. Das ist schon mal fein. Noch eine Türe. Also hier ist echt. Heute ist der Türtag. Was gibt's hier? Keine Ahnung, was es hier alles so gibt. Ja, da waren wir überall schon. Boah, ich würde mal sagen, das war unser. Oder habe ich jetzt. Doch, da ist ja noch was. Ein ziemlich großer Hof. Noch mehr Gerätschaften, die mir nichts sagen. Da ist die Türe auch offen. Wir hatten schon irgendwie Besuch.
Ich sollte gleich, vor ich gehe, alle Türen abschließen. Da ist auch offen. Alle Türen wieder abschließen. Ja, was steht da? Ach, die Werkstatt. Wir haben eine eigene Werkstatt. Ich brauche einen Mechaniker. Was kenne ich mich mit Mechanik aus? Ich kann keine Autos reparieren. So, hier ist auch noch eine Halle. Die blinkt. Nee, rot. Ja, dann die nächste Türe. Die will. Ah doch, die will. Ja, damit haben wir uns eigentlich soweit alles angeschaut. Hier dürfen wir wieder nicht rein. Ich denke mal, da ist noch. Das wird noch ein Gehege sein. Ein kleiner Feldweg. Mal schauen, wo der hinführt. Oder auch nicht hinführt. Ich suche immer noch unser Bauernhof. Vielleicht ist das, nee, das war, glaube ich, das Restaurant oder sowas, wo wir eben dann vorbeigefahren. Ja, das ist nicht unser Wohnhaus. Das müssen wir tatsächlich noch weiter suchen. Aber vielleicht kriege ich ja da ein kleines Zimmerchen für die Nacht. Und ja, das war die erste Folge von unserer Reality-Show. Die haben auch eine Ampel hier. Hier leuchtet sie grün, bei uns auf dem Hof leuchtet sie rot. Ja, mal schauen. Ja, hier werde ich mich heute einquartieren. Mal schauen, was die nächsten Tage dann so bringen. Ich werde mich für heute verabschieden. Der Herr von Hochstein ist damit für heute raus.